Wuppertal. Um ihrer Enkelin Milane ein gutes Leben zu ermöglichen, scheuen Martina und Paul keine Arbeit. Doch trotz mehrerer Jobs gleichzeitig ist der Wunsch Schulranzen für Milanes Einschulung nicht ohne weiteres drin. Für die Fünfjährige eine herbe Enttäuschung, doch einen Ausweg gäbe es. Nämlich, wenn sich Milanes Mutter an den Kosten beteiligt. Ich hoffe, Mella kann uns was zutun für den Rucksack, zu den Schulranzen. Ja, musst du mal anfragen. Wir gehen ja jetzt dahin. Wenn sie uns eine Kleinigkeit dabei tun würde, so ungefähr die Hälfte, dann gingen uns besser. Groß sind ihre Hoffnungen nicht. Melanie hat weder einen Job noch jemals eine Ausbildung gemacht. Ein Thema, das ihrer Mutter auf der Seele brennt. Und, was macht die Ausbildung? Ja, hab jetzt eine E-Mail geschickt, warte jetzt auf Antwort. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich möchte eine Ausbildung im Bereich der Altenpflege machen. Ich habe mich ja schon dafür beworben. Glaubst du, dass es klappt? Ich hoffe es. Ja, warten wir mal auf Antwort. Und warte mal. Martina kauft der 32-Jährigen den Sinneswandel anscheinend nicht so recht ab. Melanie hat mich in der Vergangenheit schon oft belogen, deswegen glaube ich ihr das nicht wirklich mit der Ausbildung. Die hat ja schon so oft vorgehabt, dass sie eine Ausbildung machen wollte. Und dann kam angeblich immer was dazwischen. Aber ich finde, dass sie so richtig Lust hat sie nicht. Weil es einfach bequem ist, Hartz IV zu kriegen. Ich konnte vorher keine Ausbildung machen, weil ich ja auch noch weitere Kinder habe. Wo sind die jetzt? Die sind bei ihren Vätern. Da leben sie. Und die kommen alle 14 Tage her. Unterhalt zahlt Melanie für keines der Kinder. Ein Job könnte das ändern. Was ist, wenn es nicht klappt mit der Ausbildung? Dann gucke ich über das Arbeitsamt bzw. über das Jobcenter, dass ich was anderes finde. Ich habe einen Job für dich. Ich kann ja nichts Vernünftiges. Doch, beim Aldi. Träum mal weiter. Ich setze mich bestimmt nicht beim Aldi an die Kasse oder am Regal ein. Nein, du kannst dich hinten in der Ecke setzen, kannst du einräumen. Ja klar, für vier Scheine reicht das doch im Monat, oder nicht? Was für ein Vogel hast du? Paul arbeitet Vollzeit als Lagerarbeiter. Melanie ist sich dafür offenbar zu schade. Wir wollten noch was anderes mit dir besprechen. Ob das Paar bei seinem anderen Anliegen mehr Glück hat? Wir waren da mal Schulturnier da gucken und haben dann da was Schönes gefunden und hätten dann gerne, dass du die Hälfte dazulegst. Wir gehen ja auch beide arbeiten, aber irgendwo brauchen wir trotzdem noch deine Unterstützung. Also eigentlich war ja darüber gesprochen, dass wir zusammen gucken gehen, ne? Du weißt ja, dass ich manchmal übereifrig bin. Ja, ja, zu übereifrig. Aber was soll der ganze Spaß denn kosten? 95 Euro runtergesetzt von 125. Eine faire Aufteilung der Kosten würde Martina schon helfen. Würde es euch jetzt halt gerne geben, aber jetzt gerade geht's halt nicht. Aber sobald Hartz IV drauf ist, melde ich mich dann bei euch und dann gebe ich dir das Geld. Jo, ist okay. Was hattet ihr für Ausgaben, dass das jetzt nicht geht? Unseren Urlaub, den wir in Berlin verbracht haben eine Woche. Da hat man sich ja auch mal hier und da ein bisschen was gegönnt. Ob Melanie sich wirklich am Ranzen ihrer Tochter beteiligen wird? Martina ist skeptisch. Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, aber irgendwie kriegen wir das hin, dass die kleine Maus ihren Schulturnister kriegt, den sie sich so gewünscht hat. Um den neuen Ranzen zur Not auch alleine zu bezahlen, braucht Martina dringend einen weiteren Job. Bis vor kurzem hat sie nebenbei als Stadionordnerin gearbeitet. Doch die Saison ist jetzt vorbei. Ach, da hätten wir ja was. Eine Putzstelle, aber da muss ich mal anrufen. Weil es sind Arbeitszeiten, wo ich normal nicht kann. Ich hab ja morgens die Milene noch. Die geht ja erst so zwischen 8 und 9 in den Kindergarten. Deswegen kann ich so früh nicht. Martina hofft, dass sie den potenziellen Arbeitgeber trotzdem von sich überzeugen kann. Da ist keiner. Ich finde es jetzt schade, dass sie nicht dran gegangen sind. Vor allen Dingen, wo ich jetzt zeitnah einen Job brauche. Also ist mal ein kleiner Rückschlag, aber ich gebe nicht auf. Ich finde auf jeden Fall einen Job. Denn vom Amt abhängig sein möchte die 54-Jährige auf keinen Fall. Berlin. Lebenskünstler Stefan sucht nach Wegen, seine systemkritischen Lieder unters Volk zu bringen. Da Stefan sich dem Arbeitsmarkt konsequent verweigert, müssen seine Hunde Strupp, Liss und Zack ran. Jetzt fahre ich zur Ecke Pfand und lass meine
meine süßen Hundchen für mich arbeiten. Die machen das gerne. Ne? So bin ich so der Hundezuhälter sozusagen hier. Die drei Mischlinge können bereits eine stattliche Dreherfahrung vorweisen. In ihrer Vita befinden sich diverse Werbespots und Kinofilme. Um die tierische Karriere weiter anzukurbeln, hat Stefan einen Termin bei einer Hundeagentur. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ja. Hi Stefan. Ja. Vielen Dank. Grüß dich. Jo. Komm durch ins Studio. Genau wie für Schauspieler gilt auch für Filmtiere. Aktuelle Fotos sind Pflicht. Agenturchefin Tina erklärt die Bedingungen. Können wir ein paar Fotos machen, damit wir aktuelle Bilder haben? Ja. Wären für den Aufwand jetzt 50 Euro, aber dann hast du eine professionelle Setcard für alle drei Hunde. Und für die Vermittlung ist das halt wirklich super. Excellent. Die Setkarte, die kostet ja Geld. Wie würdest du das? Ja, wie immer, mit der Kreditkarte. Dafür hat man eine Kreditkarte. Na, dann können wir mal anfangen. Geld spielt für Stefan keine Rolle. Er hat es ja sowieso nicht. Der Hundehalter hofft offenbar, mit künftigen Aufträgen seiner Vierbeiner die Rechnungen begleichen zu können. Super, dann haben wir, glaube ich, alles. Okay. Super. Alles klar, bis Tschüss. Dann, ihr Lieben. Strupp, Liz und Zack haben ihren Job souverän erledigt. Hartz-IV-Herrchen Stefan kann sehr zufrieden sein. Wuppertal. Um ihre Familie monatlich über die Runden zu bringen, hat Martina drei Jobs. Wenn alles gut geht, kommt heute der vierte dazu. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt, freue mich schon ein bisschen aufs Vorstellungsgespräch. Die Firma vermietet Putzhilfen und Pflegekräfte an Privatpersonen. Das Gespräch hat sie bei Chefin Ilona Peters persönlich. Was ich in Ihrem Lebenslauf gelesen habe, den Sie mir freundlicherweise vorab geschickt haben, gefällt mir ganz gut. Wir arbeiten mit unseren Kunden stundenweise zusammen. Das heißt, es gibt kein Festgehalt. Der aktuelle Stundenlohn liegt bei 9,65 Euro. Das ist schön, das hört sich da super an. Doch das bedeutet auch, dass Martina für den Job sehr flexibel sein muss. Haben Sie noch eine Nebenbeschäftigung? Ja, da kann ich aber auch variieren, dass ich da donnerstags oder so mal hinkommen kann. Also das heißt, Sie möchten den Minijob nicht aufgeben? Wenn ich guck erst mal, wie es läuft. Nicht gerade das, was die Chefin hören wollte. Eine weitere Beschäftigung oder Tätigkeit bei uns führt zu Turbulenzen. Das heißt, wir können unsere Kunden vielleicht nicht bedienen, weil der Nebenjob wichtiger ist. Darum sage ich immer ganz oder gar nicht. Ja, also wenn ich weiß, Sie würden auf Teilzeit gehen, dann kann ich Ihnen mindestens 20 Stunden pro Woche garantieren. Ja. Tendenz nach oben offen. Also hier kann jeder so viel arbeiten, wie er möchte. Kann ich auch meine Minijobs aufgeben. Also die Möglichkeit bestünde. Ja, ich finde das voll cool, wenn eine Teilzeitstelle wird. Bin ich voll happy mit. Ja, dann würde ich vorschlagen, zeige ich Ihnen mal, wo Sie Probearbeiten können. Und dann schauen wir mal. Jo. Während Martina darum kämpft, den Job an Land zu ziehen, bemühen sich ihre arbeitslose Tochter Melanie und deren Verlobter Marco darum, die Zeit mit Milane sinnvoll zu gestalten. Ich hab zwei offen. Nein, ich hab doch schon gemacht. Ja, drunter gucken lohnt sich. Komm mal, ihr habt geschlafen. Die Erwachsenen nehmen nicht viel Rücksicht auf die Fünfjährige und spielen ihre Überlegenheit voll aus. Milane bricht ab. Mama, habt ihr die Tasten gekriegt? Laut. Auf sauer. Die ist jetzt bockig, lass sie jetzt erstmal und dann gucke ich gleich mal, ob sie sich wieder beruhigt hat. Bei ihr muss man Geduld aufbringen. Ohne Geduld kommt man bei ihr nicht weit. Ich war schon mal ungeduldiger. Aber du hast die Mama schon lieb, oder? Nein, nie wieder meine Mama lieb. Bist du lieber bei der Oma? Ja. Doch Oma Martina muss sich 3 Kilometer entfernt bei einem Probeputzen beweisen. Dann ziehe ich mich mal ein Stück zurück. Und hätten Sie hier dafür? Diese, das können Sie alles nehmen, ist alles gewaschen. Bloß ein Staubtuch würde ich nicht nass machen. Ist klar. Ja. Und dann, ja, Arbeitsfläche und Fensterbrett. Putzen, 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 putzen. Eigentlich kein Problem. Sowas macht die 54-Jährige beinahe täglich. Doch unter Beobachtung. Ich habe da eine Frage, meine Liebe. Sie fangen jetzt da an.
Wir putzen immer von oben nach unten. Weil wenn Sie jetzt da sauber machen und danach das Fenster brennt. Haben Sie recht, habe ich wieder schmutzig. Dann krümmen wir unten jetzt wieder alles voll. In der Aufregung nicht drüber nachgedacht. Kein Problem. Hat Martina ihre Jobchancen damit schon verspielt? Der Spielenachmittag mit Tochter Melaine scheint jedenfalls vorbei zu sein. Oder kann Melanie ihre Tochter beruhigen? Was ist los? Ha? Was ist los? Pass auf, Schatz. Was ist los? Doch noch weiter spielen? Ist genug gebockt? Ja. Ja, guck mich mal an, wenn ich mit dir spreche. Ja. Anlauf Nummer 2. Doch dieses Mal hat offenbar Melanes zukünftiger Stiefvater die Lust verloren. 1, 2, 3, 4. Mama noch einmal, du noch einmal und dann rauchen wir erstmal eine. Dann machen wir Pause. Dann warte ich. Von den 4 Stunden, die sie auf Melaine aufpassen sollen, sind gerade einmal 2 vergangen. Mama, ich hab mir 4 gewürfelt. Du bist ja noch gar nicht dran. Wir müssen rauchen eben auch, dann geht's weiter. Im Moment ist es ziemlich anstrengend. Sehe ich genauso, mein Schatz. Ja, im Moment bin ich auch froh, wenn Tina wiederkommt und die Kleine mal wieder abholt dann. Meine Kröte. Martinas Probearbeiten ist noch nicht vorbei. Sie ist bereits in ein Fettnäpfchen getreten. Doch aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Aus gutem Grund. Ich mach das auch für Melaine, klar. Einer muss ja mit gutem Beispiel vorangehen bei Melaine. Hallo, meine Liebe. Ich komme dann mal schauen, wie weit Sie hier sind. So, noch die Häkchen. Ja, denn? Dann lassen Sie mich mal eben vorbei. Und dann schaue ich mal. Ja, vergessen viele. Chefin Ilona Peters nimmt es sehr genau. Ja, wunderbar. Perfekt, würde ich sagen. Die Arbeit hat sich also doch gelohnt. Und mit etwas Glück bietet ihr Ilona Peters vielleicht sogar eine Teilzeitstelle an. Doch auf die Entscheidung muss sie noch warten. Diese Unterlagen brauche ich von Ihnen, falls es zur Einstellung kommt. Und es hat mir ganz gut gefallen mit Ihnen heute, was ich so gesehen habe. Und ich melde mich auf alle Fälle diese Woche noch, wie es weitergeht, wie wir verfahren. Alles klar, danke schön. Bitte schön. Mit etwas Glück könnte Martina schon bald dauerhaft mehr Geld zur Verfügung haben. Ich habe zwar ein gutes Gefühl, ich müsste abwarten, bis sie sich jetzt meldet, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Ihren Feierabend hat sie sich jedenfalls redlich verdient.